Hallo, mein Name ist Niklas Schmidt und ich werde euch bei diesem Video ein paar Tipps mitgeben, was ihr machen könnt, wenn ihr nach einer längeren Trainingspause wieder zurück ins Training startet. Lockdown oder verletzungsbedingt kann es sein, dass ihr länger nicht ins Training kommt. Und jetzt kommen von mir für euch ein paar Tipps, damit ihr auch wirklich wieder effizient und vor allem zielorientiert ins Training einsteigt. Nicht vergessen, gefällt mir drücken und auf die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Jetzt für euch alle Tipps und Tricks, wenn ihr wieder ins Training einsteigt. Tipp Nummer 1 beim Wiedereinsteigen ins Training ist die Technik. Ganz wichtig, wenn du nach einer längeren Zeit wieder ins Training kommst, muss und sollte die Technik passen. Mal angenommen, du hast für 2 bis 3 Monate keine Squats mehr gemacht, gibst dich unter das Rack, unter die Hantelstange und machst wieder Squats. So, was kann passieren? Die Technik ist nicht mehr instus, ist nicht mehr vorprogrammiert und du tust dir schwer, viel Gewicht zu nehmen und kannst dich dadurch verletzen. Schau, dass du die Technik wieder in den Griff bekommst. Schau, dass du ein paar Sätze machst, bei denen du etwas weniger Gewicht nimmst und dich vielleicht sogar beim Training filmst, um deine Technik zu kontrollieren und zu schauen, ob deine Technik passt. Techniktraining, ganz wichtig beim Wiedereinsteigen ins Training, damit du nicht verletzt wirst und dich wieder an die Übung und die Bewegung gewöhnst und das Ganze automatisierst. Den zweiten Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du vielleicht am Anfang etwas auf die Bremse trittst. Ich weiß, du hast eine lange Trainingspause hinter dir und warst schon lange nicht im Gym. Doch wenn du jetzt ins Training kommst und dich 2 Stunden lang Vollgas auspowerst, wirst du dich entweder verletzen oder du wirst einen derartig krassen Muskelkater haben, dass du dich die ganze Woche nicht mehr bewegen kannst. Ich würde deshalb ein bisschen auf die Bremse treten, vielleicht 80 oder 90 statt 100% geben und auch auf die Regeneration achten. Wie gesagt, es ist nicht zielvoll, nach einer längeren Trainingspause dich so aus der Welt zu schießen, dass du den Rest der Woche dich nicht mehr bewegen kannst. Vielleicht nicht ganz bis zum Muskelversagen gehen, vielleicht statt 2 Stunden nur 1 Stunde trainieren, etwas auf die Bremse treten, damit du in der Woche noch 2 oder 3 Mal nochmal ins Gym gehen kannst. Den dritten Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist die Anpassung des Trainingssplits. Ich weiß, du trainierst am liebsten Brust oder Beine und möchtest ins Gym gehen und dann auf jeden Fall diesen Muskel bis zum Verrecken durchtrainieren. Bist du dir aber sicher, dass das Sinn macht? Bist du dir sicher, dass es nicht mehr Sinn macht, den ganzen Körper einmal durchzutrainieren? Ich bin davon überzeugt, dass wenn du zurück ins Gym kommst, wenn du zurück ins Training gehst, dass es besser ist, in den ersten 1 oder 2 Wochen ein Ganzkörpertraining zu machen und auf jeden Fall den ganzen Körper mal durchzutrainieren. Und dann, wenn du zur nächsten Woche schreitest, vielleicht das Ganze aufsplitten in einen 4er-Split und 4 Trainings machen mit Ober- oder Unterkörper. Wenn du zum Ganzkörper-Workout ein cooles Beispiel brauchst, haben wir schon ein Video für dich, wo du hier die ganze Beschreibung dazu findest und hier den Link dazu. Den 4. Tipp, den ich dir mitgebe, ist, dass du auf keinen Fall verzweifeln sollst, wenn du nicht mehr so stark bist im Training, wie du es vor der Pause warst. Es ist ganz normal, dass du nach einer längeren Zeit etwas an Volumen und Kraft verlierst. Aber sei dir bewusst, dass dieses Volumen und diese Kraft auf jeden Fall wieder zurückkommen wird, wenn du langsam mit dem Training anfängst. Die erste Woche wird es vielleicht noch nicht ganz deine Kraft sein, in der 2. Woche vielleicht auch noch nicht, aber je öfter du herkommst und je mehr Gas du gibst, umso schneller wirst du wieder bei deiner alten Stärke sein. Und zum anderen, sei froh, dass du wieder trainieren kannst und sei froh, dass du wieder back im Gym bist. Den 5. und letzten Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist die der Motivation. Deine Motivation hat sich unterm Bett verkrochen, dann am besten in den nächsten Sportladen gehen und neue Gym-Sachen kaufen, die du dann, wenn du zurück ins Gym kommst, anziehen kannst. Oder noch besser, du packst deine neuen Gym-Sachen am besten schon am Vorabend in deine Tasche, damit es am nächsten Tag keine Ausrede gibt, dass du keine Zeit dazu hast, deine Gym-Sachen zu packen. Neue Sachen kaufen und die Tasche rechtzeitig, am besten am Vortag, packen, damit du keine Ausreden mehr findest. Das waren die 5 Tipps von mir für euch.
wenn du wieder zurück ins Gym kommst, nach einer langen Pause, wie zum Beispiel des Lockdowns. Und auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du in die Kommentare noch ein paar weitere Tipps reinhaust, die du den anderen mitteilen möchtest, damit die wirklich beim Zurückkommen ins Gym keine Ausrede mehr haben und voll motiviert sind. Ich freue mich, euch am besten im Get Fit Club bei einem Personal Training mit mir zu sehen und wir sehen uns im nächsten Video.